Dann kommen wir zum Tischtennis. Die Spitzenspieler Europas sind derzeit nämlich im Dauerstress. Viele sind ja in der Bundesliga aktiv. Am Wochenende musste man dann schließlich beim European Masters Cup antreten. Gestern der Deutschland Grand Prix und morgen geht es in der Pokalrunde weiter. Wir wollen uns jetzt konzentrieren auf das Finale des Deutschland Grand Prix, das in Forchheim ausgetragen wurde. Im Mittelpunkt stehen die beiden Weltklasse-Spieler Waldner und Roßkopf, ein anderer durfte jedoch jubeln. Doch nicht Roßkopf oder Waldner, sondern Peter Korbel hieß der Gewinner des Tischtennis Deutschland Grand Prix. Vor 1300 Zuschauern schlug der tschechische Olympia-Vierte von Atlanta gestern Abend im Endspiel den Kroaten Zoran Primorac 3:1. Im letzten Durchgang griffen die beiden dabei noch einmal tief in die Trickkiste und entschädigten die Zuschauer für das frühe Aus ihrer Lieblinge Roßkopf und Waldner. Denn für den frisch gebackenen European Masters Cup-Sieger Roßkopf war bereits das Viertelfinale Endstation. In einer Neuauflage des Finales vom Vortag musste er gegen Primorac antreten. Rossi wirkte dabei müde und unkonzentriert und verlor sang- und klanglos 21:11 und 21:16. Wir haben gestern ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt und wir haben am Mittwoch ein Pokalspiel gegen Ochsenhausen. Und ich glaube, dazwischen ist das Spiel irgendwo anzuziehen, weil ich denke, dass wir hier natürlich einen frischen, guten Sport zeigen wollen, aber uns natürlich konzentrieren oder ich konzentriere mich auf das Spiel am Mittwoch gegen Ochsenhausen. Schönen Tischtennissport zeigte dann auch der Weltmeister Jan Ove Waldner aus Schweden. Im Qualifikationsspiel gegen den Polen Andrzej Gruba boten die beiden Show-Tischtennis vom Feinsten. Im Viertelfinale allerdings schied Waldner glatt mit 0:2 gegen Korbel aus. Steffen Fetzner war der einzige Deutsche, der wenigstens bis ins Halbfinale vorstoßen konnte. Er schlug zuerst den Schweden Jörgen Persson, scheiterte dann aber, wie zuvor schon Waldner, klar am späteren Sieger Korbe. Trotzdem, das frühe Aus der Stars tat der Stimmung unter den Fans keinen Abbruch. Und so kam Roßkopf zumindest beim Autogrammeschreiben noch einmal ordentlich ins Schwitzen.